zu führen, dass tatsächlich dann so auch gebaut wird. Dazu gleich mehr. Erstmal ist festzuhalten, wir lassen mal hier wieder ein paar schöne Scherbarzeichnungen vor sich hinlaufen, dass dieses Glashaus zu Dahlem, also da ist Scherbart immer ein- und ausgegangen, aber er hat ihn hat das Technische und das Ingenieurwesen interessiert, aber es hat ihn mindestens so sehr interessiert, das technische Ingenieurwesen in einen visionären, in einen entheovisionären Kontext zu stellen. Und wenn man ein bisschen weiter blättert von Seite 15 auf Seite 31, dann lesen wir unter Kapitel 8: Die Schönheit der Erde, wenn die Glasarchitektur überall ist. Die Erdoberfläche würde sich verändern, wenn überall die Backsteinarchitektur von der Glasarchitektur verdrängt würde. Es wäre so, als umkleidete sich die Erde mit einem Brillanten- und Emaille-Schmuck. Die Herrlichkeit ist gar nicht auszudenken. Und wir hätten dann auf der Erde überall Köstlicheres als die Gärten aus Tausend und einer Nacht. Wir hätten dann ein Paradies auf Erden und brauchten nicht sehnsüchtig nach dem Paradiese im Himmel auszuschauen. Es waren Sätze in der Kombination wie diese, Kapitel, die handfeste Bauanleitungen gegeben haben, kombiniert mit genauso handfesten kosmischen Entheovisionen, die eine Erde imaginiert haben, die eine Leichtigkeit, eine Farbdurchflutung, eine Schönheit aufwies, die man im backsteinfetischisierten Berlin der Jahrhundertwende mit Mietskasernen und quadratischen Häusern nicht vorgefunden hat, aber die Scherbart nicht davon abgehalten haben, mit seinen doch sehr kühnen Vorschlägen in die Welt zu gehen. Und ich glaube, einer der mutigsten Schritte von ihm war, da war er schon über 50, als er 1914 oder 1913 war es schon, nachdem er jahrelang schon über Glasarchitektur geschrieben hat. Also er hat Paläste, Kristalldome, lichtdurchflutete Märchenwelten sehr präzise beschrieben. Es hat man das Gefühl, er channelt sich selbst als denjenigen, der da durch diese Welten geht. Aber irgendwann hat er den Mut aufgebracht und ist zu einem Glasmaler gegangen, hat gesagt, sag mal, kannst du mir jemanden vermitteln, der sowas real bauen kann? Also es wäre im Grunde so, als ob, fällt jemand ein gutes Beispiel ein, nennt mir irgendeinen fantastischen Schriftsteller, der seine eigenen Produkte so ernst nimmt, dass er rausgeht und fragt, Schneewittchen, kannst du mir einen gläsernen Sarg zimmern oder sowas? Ganz schlechtes Beispiel. Ein Glassarg zimmern, ne? Okay. Nur, Scherbart wurde vermittelt an den jungen und aufstrebenden und damals kühn denkenden Architekten Bruno Taut, der dann 30 Jahre später Scherbart infiziert enorm das gebaut hat. Bruno Taut war nicht der Einzige. Es hat im Gegensatz zu den Literaten, die haben das wie angepriesen, vielleicht mit Tüte und Absinth und Bier und Opium gelesen und gestaunt, tolle literarische Entwürfe. Die Architekten waren in dieser Zeit in einer Phase des Umbruchs, wo sie aus anderen, mehr aus architektonischen, hier haben wir das Sydney Opera House eben gehabt, aus ihrer architektonischen Gedankenwelt gesehen haben, es muss etwas Neues kommen, diese Aufbruchsstimmung um die Jahrhundertwende und die 20 Jahre danach war enorm, man hat also sehr drastische Pläne und da kam den jungen Architekten, der bis dahin schon recht gereifte Paul Scherbart gerade recht, ohne seine poetische Kühnheit wären die Architekten wahrscheinlich auf halbem Wege stehen geblieben. Dann kommt irgendwann im Laufe dieser Diashow, also wir sind hier immer noch, das ist aus der Zeichenmappe Jenseitsgalerie, da hat Scherbart die Wesen und die Sterne und die beseelten Sterne so dargestellt, wie sie wahrscheinlich real sind. Er war stark beeinflusst von Fechner, der schon damals so eine Art Gaia-Hypothese auch formuliert hat, von der Beseeltheit aller Materie ausgegangen ist, von der Kommunikation zwischen den Sternen. Und also keiner kann plastischer das innere Gefühlsleben der Sterne beschreiben als Paul Scherbart. Sein menschliches Gefühlsleben
gibt zu Zweifeln Anlass, da war er sehr bedeckt. Aber es gab dermaßen viele, die menschliche Emotionen gut beschrieben haben, da hätte es jetzt auf einen mehr oder weniger nicht drauf ankommen brauchen. Astropsychologische Essays und Märchen, wie sie Scherbert verfasst hat, das war es, worum es ging. Ich warte gerade in meiner Diashow auf den Moment, wo wir die architektonische Seite noch etwas erleben werden. Das gibt mir eine wahnsinnig gute Chance, einen kurzen Werbeblock einzubauen, falls jemand interessiert sein sollte, mehr und ausschließlich über Paul Scherbert zu erfahren. Ist da nicht ein schöner Pilz? Also ich meine, das sieht doch irgendwie ganz interessant aus. Das war aber nicht der Werbeblock. In wenigen Tagen, nämlich am 4. Oktober 2007, findet in der Literaturweinstube Apolda eine szenische Lesung des Werkes Kometentanz von Paul Scherbart statt. Das ist eines seiner fantastischsten Werke. Hat er 1904 geschrieben und sollte damals eigentlich das Libretto für eine Oper werden, die Richard Strauss vertonen sollte. Also die Kunstszene war da eng miteinander verwoben. So, jetzt wird es langsam so, dass wir hier weitermachen können. So. Diese Pantomime des Kometentanzes wird vertont von Jan Zehn, der sitzt hier, winkt mal kurz, dass man weiß, was da auf euch zukommt. Also es wird eine Uraufführung geben. Richard Strauss ist an diesem Libretto gescheitert. Er hat es an Gustav Mahler weitergegeben, der hat es auch in den Papierkorb geschmissen. Jetzt, 100 Jahre später, kommt Jan Zehn und vertont dieses Stück. Ich erspare mir das jetzt, also das zusammenzufassen. Also Kometentanz ist aber recht zutreffend als Beschreibung dessen, worum es da geht. Zwischenzeitlich sind wir aber bei dem Thema, was schon in der Ankündigung, wenn ihr euch noch erinnert, wie die Ankündigung war, es ging um das präpsychedelische Perpetuum mobile in der literaturarchitektonischen Avantgarde. Zum Perpetuum mobile kommen wir auch noch, keine Bange, das wird nicht außer Acht gelassen. Aber jetzt sind wir erstmal bei der architekturliterarischen Avantgarde. Paul Scherbart hat sein Buch Glasarchitektur dem Architekten Bruno Taut gewidmet. Bruno Taut hat inspiriert von Scherbarts kühnen Visionen ein Gebäude errichtet, den Glaspalast, der hier zu sehen ist, dort zu sehen ist. Ich sehe ihn hier, ihr seht ihn dort. Der auf der Werkbundausstellung in Köln 1914 die Sensation war. Und diesen Glaspalast hat Bruno Taut natürlich seinem Freund Paul Scherbart gewidmet. Und das ist eines der unglaublichsten Gebäude, die die Welt gesehen hat, allerdings nur für wenige Zeit. 3 Monate hat das Ding dort gestanden, dann brach der Erste Weltkrieg aus und die Werkbundausstellung wurde demontiert. Aber in diesen 3 Monaten wurde literatur-avantgardistische Geschichte geschrieben. Wer heute zufällig Architektur studiert und Glasarchitektur studiert, der kommt um diesen Glaspalast nicht herum. Es war ein Meisterwerk der Ingenieurleistung, diese Kuppel mit diesem Rautenform so auszulegen, dass sie mit Eisenbeton das Tragwerk bildete. Und innen wurden psychedelische, ich nenne es mal so, es war, ob es nun präpsychedelisch oder psychedelisch, vollpsychedelisch oder architekturpsychedelisch war, es war so, dass die Leute da reingingen und was sie danach stammelten, wirkte so, als hätte man ihnen irgendwas in Kakao gerührt. Die Architekten, also Bruno Taut hat berichtet, die am meisten damit anfangen konnten, waren Frauen und Kinder. Die glänzten, leuchteten und sagten O und A und wie schön und wie herrlich. Die Männer waren dann eher so, versuchten diesem Gebäude technisch auf die Schliche zu kommen. Das war nicht ganz einfach. Aber, jetzt habe ich es wieder falsch gemacht. Ich hoffe, die Palasianer verzeihen mir das. Aber wir können ja noch mal auf diese Taste drücken und dann geht es weiter. Vielleicht. Nochmal? Gut, wenn er mich so anfeuert. Dieses Gebäude war eine Ingenieurmeisterleistung und es hat ein Raumempfinden,
das offensichtlich in den vermaledeiten Backsteinhäusern nicht möglich war und das dieser Räume bedurfte, um eine Vision, die aus dem poetisch-kosmischen Bereich kam, als dingliches Raumerfahrung vermitteln zu können. Und das ist eine Wirkung, die selten von literarischen Vorlagen ausgeht, besonders wenn sie so kühn sind wie die von Paul Scherbart. Bruno Taut, der wirklich die Schlüsselfigur war, aus der Literatur in die gebaute Architektur überzuwandeln, hat wenige Jahre nach Scherbarts Tod, wie gesagt 1915, eine Architektengruppe gegründet, die Gläserne Kette, in der war Walter Gropius, der Chef vom Bauhaus, Corbusier, Lucard, es waren alle, die Rang und Namen in der modernen Architekturszene nach dem Ersten Weltkrieg waren da vertreten, Wenzel Hablik. Und man hat im Grunde in dieser gläsernen Kette eine Korrespondenz geführt, in der ein Kristalldom nach dem anderen entworfen wurde und man hat versucht, den Scherbartschen Visionen nachzueifern. Das ist jetzt übrigens Bruno Taut, der einen Domstern entworfen hat. Das hätte er auch ohne Scherbart so nicht gemacht. Wenzel Hablik hat das auch, die architektonische Weltverschönerung als Vision gemalt, gezeichnet. Und man hat dort den Arbeitsrat für Kunst in der 1918-Revolution gegründet und hatte wirklich vor, die Welt mit diesen Impulsen Scherbartscher Denkungsart zu verschönern. Was selten vorkommt, ist, dass ein monumental hervorragendes Gebäude einen literarischen Humor enthält. Bruno Taut widmete das Glashaus seinem Freund Paul Scherbart und hat dafür gesorgt, dass eine Banderole, die außen um diesen Glaspalast herumging, dass dort Sprüche von Scherbart draufkamen. Und ich bin mir sicher, dass, wenn ich euch diese Sprüche jetzt verlese und ihr euch in die Lebenswelt von rechtschaffenen Ausstellungs-, hier muss ich kurz mal anhalten aus anderen Gründen, wenn ihr euch vorstellt, ihr seid jetzt Familien, Mutter, Vater, Kind, so 1914 im Sommer, wollt euch mal die Werkbundausstellung in Köln, in Deutz angucken, habt gehört, da wären jetzt moderne Kunstgewerbegegenstände. Und dann kommt ihr zu diesem Glaspalast, der innen so ein Mandala hat. Aber außen seht ihr eine Reihe von Sprüchen, die da lauten: Glück ohne Glas, wie dumm ist das? Backstein vergeht, Glasfarbe besteht. Das bunte Glas zerstört den Haas. Farbenglück nur in der Glaskultur. Ohne einen Glaspalast ist das Leben eine Last. Im Glashaus brennt es nimmermehr, man braucht da keine Feuerwehr. Das Ungeziefer ist nicht fein, ins Glashaus kommt es niemals rein. Brennbare Materialia sind wirklich Skandalia. Größer als der Diamant ist die doppelte Glashauswand.